Hallo Freunde und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Witcher. Und wie es aussieht. Na okay. Doch, eigentlich schon. Wie es aussieht. Heute endlich mal ruckelfrei. Ja? Und also was ist ruckelfrei? Lagfrei, ohne diesen komischen Maus-Bug und irgendwelche nicht flüssigen 60 FPS. Ja, und wisst ihr, woran es liegt, dass es jetzt funktioniert? Ich habe nichts gemacht. Nein, es liegt einfach nur daran, dass Nvidia einen neuen Grafikkartentreiber-Update rausgebracht hat. Und der letzte war halt irgendwie, also ich glaube echt, der letzte war verbuggt es hell. Bei Andauern hat sich OBS nicht gestartet, es hat sich jedes Mal irgendwie deinstalliert, wenn ich den PC aus und wieder angemacht habe und alles scheiße. Und ja, es gibt, da gab ein neues Update, habe ich gestern Abend installiert und bisher läuft alles wieder viel besser und ja, seht ihr ja gerade, also es läuft zumindest wieder flüssig. Mal gucken, wie lange es so bleibt. Ein bisschen so Mikroruckler sehe ich, aber naja, das Spiel hat ja auch schon vorher immer so ein bisschen Mucken gemacht. Ich glaube, liegt einfach am Spiel. Genau. Das letzte Mal haben wir ja quasi alles vorbereitet für Kalksteins Hinrichtung, nennen wir es einfach mal so. Beziehungsweise, wir wollten ja ihn zum Turm locken und so. Aber wir haben noch eine kleine Sidequest, von der ich glaube, dass wir sie nicht mehr machen können, wenn wir da sind. Genau. Deswegen ich sie jetzt mal eben erledige. Und zwar sollen wir ja zu Vivaldi gehen und ihm einen Brief geben. Und dann vermutlich auch wieder einen Brief von ihm zurück hier dem anderen Zwerg da bringen. Es liegt ja quasi dann auf dem Weg. Ich meine, ich muss jetzt noch einen kleinen Abstecher machen. Okay. Ein Abstecher. Ich muss mal eben schnell wen abstechen. Ja, und ich glaube halt, dass das Kapitel dann vorbei ist. Kapitel 2. Aber ich weiß es eben auch nicht so genau. Ich habe, wie gesagt, ja kurz in die Komplettlösung geguckt bezüglich der Sephira und so. Ja, es läuft halt viel besser jetzt. Das beruhigt mich ein bisschen, dass es halt wirklich an OBS, also hier an ich laufe eben ganz schön langsam. Kommt mir das nur so vor? Das ist halt scheinbar doch an Nvidia lag. Dass sie einfach so dumm waren, ein richtiges Update rauszubringen. Wie gesagt, seit diesem Update hatte ich halt nur Probleme. Jedes Mal, wenn ich den PC aus wieder angemacht habe, glaube ich immer dann, hat es sich halt deinstalliert. Beziehungsweise dann konnte ich OBS plötzlich nicht mehr starten, habe ich geguckt bei GeForce und stand auf einmal, hey, der Grafiktreiber ist runtergeladen, willst du den jetzt installieren? So, und dachte mir, hä, hab ich doch schon gemacht, du Arschloch. Das hatte ich halt mehrere Male. Ja, und noch selbst dann, dass irgendwelche Spiele auf einmal rumgeleckt haben, das war total komisch. Naja. Ein bisschen ruckelt es halt hier immer noch rum, wie man sieht, aber ich glaube, das liegt halt einfach auch daran, weil es einfach Witcher ist und das Spiel irgendwie nicht so richtig gut programmiert ist. Wo muss ich überhaupt lang? Ich bin auf dem richtigen Weg. Ey, ich laufe so langsam. Was ist da los? Ist das der nächste Bug jetzt, dass ich nicht mehr schnell rennen kann? War doch schneller, oder? Oder bin ich jetzt irgendwie komplett plemplem? Will ich auch nicht ausschließen. Ja, das Spiel ist komisch. Ja, es ist sehr komisch. So, Kollege. What brings you? Ich habe eine Botschaft. I have a message for you from Yavin. Yavin? I don't need to read it. I know what he wants. Witcher know that whether elf, human or dwarf, they all want the same thing. Sex. Zwerginnen? Gold. Mach. She dwarves. How? She dwarves. Come back later for my answer to the elf. What? Stimmt, mir fehlen ja noch ganz wenig. Ich will auch mal gerade was gucken. Ich spiele jetzt, weil wir zurück können, um die Antworten gegenzunehmen. Dann wechsle ich einfach mal Raum und gehe wieder rein. Mal gucken, vielleicht reicht das schon. Weiß es nicht. Hoffen wir es mal. Weil ich, wie gesagt, ich kehre eigentlich nicht mehr zurück. Ups. Falscher Typ. Falscher Zwerg. Farewell. What? Have you finished your answer to Yavin? Yes, here it is. The elf will surely reward you. Let's hope you're right. Okay, der Elf. Ich dachte, es wäre dieser Zwergen, hier. Wie heißen der noch? Hier, Holzfäller. Ich dachte, der wäre das gewesen. Aber gut, habe mich wohl gehört. Ist nicht schlimm. Ich wollte gerade mal was gucken eigentlich. Mit wie viel Schwalben habe ich hier eigentlich noch? Hier, diese Getränke. 4. Ich muss mal gucken. Das ist der einzige Trank, den ich bisher wirklich mal benutzt habe. Und ich glaube, sollte ich mir vielleicht wirklich dann mal herstellen auch öfter, ne? Weil, ich meine, die Animation sieht richtig aus, wie ich laufe, ne? So, wenn ich da halt, keine Ahnung, der Fuß ist jetzt nicht, dass er plötzlich wieder zurückrutscht. Aber ich komme mir so langsam vor.
War ich immer so langsam, oder? Vor allem bin ich falsch gelaufen, ich Arschloch. Naja, egal. Vielleicht liegt es an der Stadt, das war immer so. Ich weiß es nicht. Ja, ja. Nur wollte ich gerade eigentlich noch erwähnen. Achso, die Schwalben sollte ich mir vielleicht wirklich mal irgendwann brauen, wenn ich mal wieder meditieren kann. Mal gucken, wie das geht, weil könnte hilfreich sein. Und dann lerne ich vielleicht mal ein bisschen damit umzugehen, weil es schadet, glaube ich, nicht. Das ist das letzte Level-Up für Bronzemedaillen, was ich gerade bekommen habe. Weiß ich nicht. Weil bald gibt es davon keine mehr. Ich komme mir so langsam, das ist doch nicht richtig, oder? Ich fahre doch sonst schneller. Alter, der läuft ja. Was ist da los? Der läuft der Uhr hinterher. Jetzt ist er weg. Dann vorbeigelaufen. Sehr interessant. Natürlich ist der Fährmann wieder am anderen Ende der Map. Danke dafür. Ja. Bring me to the other side. Bla bla bla. 5 Orange. Oh ja, ist ja fast schon die Welt. Los, to the swamp. Stress, meine Freunde, ja. Kann ja gar nicht wahr sein. Ich kann auch skippen. Warum guck ich mir das an? Ja, baba. So. Gut, Sir. Wenn ich jetzt meine Waffe zücke. Bin immer noch so langsam. Ach, vielleicht kommt es mir halt echt nur so vor. Ich wollte eigentlich gerade mal kurz zur Feuerstelle, weil, ne? Punkte verteilen. Wer weiß, ob ich das woanders auch kann. Boah, was nehmen wir denn? Axi fehlt uns noch. Stimmt, da wollte ich einfach mal gucken, ob man da irgendwie noch vorfinden kann, ne? Naja. Wenn. Muss ich auf jeden Fall benutzen. Ich darf es nicht vergessen. Wenn, Stufe 1. Die Dauer plus 25%. Wisst ihr was? Ich weiß einfach, dass ich es benutzen werde. Deswegen level ich das jetzt auf. Ja. Okay, warte mal. Wo waren jetzt hier die Statistik davon wegen? Ah ja. Ab 15, naja. 15 plus. Also wahrscheinlich mit 15 kriege ich auch nochmal Bronze-Dinger. Wahrscheinlich. Feuerresistenz. Angreifer verliert 5% seiner aktuellen Vitalität. Oh, das ist cool. Wäre Resistenz, Zeichendauer. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Also Säure oder Feuer, was kriege ich häufiger ab? Zeichendauer, das ist auch ganz nett. Ich glaube, Quen werde ich halt echt benutzen. Also ich hoffe, ich denke dran, es auch zu benutzen. Was ist Ehren eigentlich? Ich weiß es nicht mal so genau. Das Schmerzen, Schaden. Achso, das war die Falle, die man legen kann, ne? Verursacht Schmerzen. Das hört sich auch an. Ja, nee, komm, lassen wir erstmal. Igni. Art. Ich weiß gar nicht, was Art ist. Achso, die. Na, ja, genau, ich weiß was wieder, was das ist. Also entwaffnen. Winkel, das verstehe ich auch nicht so ganz. Egal. Da kann ich hier noch mal drauf werten. Schmerz, ich weiß nicht, was Schmerz ist. Hier, komm, kack drauf. Gönnung. Nee. Jetzt kann ich nichts mehr rückgängig machen. Verskillt. Machst du nichts. Ich bin immer noch so langsam. So, jetzt will ich mal gucken. Wo muss ich denn jetzt genau hin für die Quest überhaupt? Muss die Simpel gehen und Yelvin die Antwort geben. Steht darum. Ach ja, im Druidenhain, natürlich. Okay, eine lange Reise steht uns bevor. Wo wir nur sehr langsam laufen können, weil das Spiel ein bisschen scheiße ist. Beep, beep, beep. Ja, moin. Hier, die rennen schon weg, da war mir ein bisschen Angst. Okay, er ist doch noch gut drauf. Glück gehabt. Mann! Es gibt ein bisschen. Wir waren doch sonst nicht so langsam, oder? Da bin ich halt einfach nur völlig durch. Weiß es nicht.
Entweder bin ich zu fett. Also kann ja vielleicht sein, dass ich einfach irgendwie zu viel Material gerade dabei habe. Oder ist es halt irgendwie ein Bug? Keine Ahnung. Jetzt öfter mal so eine Fousing-Fehler wieder, weißt du? Warte, können wir mal ausprobieren hier. Warte mal. Fousing habe ich doch bestimmt. Warte mal, wo ist es denn? Fousing. Kein Fousing? Moment, bin ich jetzt blind? Nö. Was ist das denn? Gut, dann halt nicht. Ich kann V-Sync. What the fuck? Gibt's ja öfter meine, dass sind Spiele, wenn so, keine Ahnung, wenn du V-Sync oder Cap oder auch Framelock umstellst, dass auf einmal dann Dinge funktionieren, die sonst nicht funktionieren. Als Beispiel habe ich glaube ich schon mal erzählt in GTA San Andreas, wo man bei 60 FPS, wenn man halt keinen Lock anhat, nicht schwimmen kann. Also man kann schwimmen, aber man bewegt sich so mit 2 km/h schwimmen vorwärts, was ich damals gar nicht dachte mir, Alter, ist man langsam im Schwimmen, na gut, braucht man ja eh nicht. Und dann gab es irgendeine Mission, wo man schwimmen musste und ich habe es nicht geschafft. Dann habe ich da mal kurz Google rausgefunden, hey, wenn du Framelock anmachst, 30 FPS, dann ruckelt das Spiel zwar, aber du kannst wenigstens schwimmen. Und dann zischt CJ da plötzlich mit 50 km/h lang. Und denke mir, okay, danke Spiel. So, Gott, wem muss ich denn da jetzt geben hier? Wer war denn das? What did? Ne, der nicht. Fair. Weiß ja nicht, ob es ein Druide war oder. What did? Ja, wenn wir irgendwo finden. I can't find Yavin. What happened to him? He left to join other elves in the swamp. Where can I find him? I wouldn't know. Toll. Aha. Jetzt ist er irgendwo da. Lager der Anderlinge. Ja, herrlich. Oh, nö. Darf ich da nochmal reinrennen in diese Scheiße? Ich speichere ihn mal schnell. Uff. Ich erinnere mich ja, ne? Da war ja irgendwie der eine Typi, aber... War voll ätzend, da hinzukommen. Na gut, danach gehen wir in den Turm. Hoffentlich. Moin. Wyvern-Insel. Okay, hier bei Nuni. Cool. Aber jetzt läuft die Aufnahme jetzt wieder. Zumindest die Aufnahme halt, weil sonst hatte ich auch immer nur so 58 Frames, was halt auch voll komisch war. Aber jetzt habe ich wenigstens flüssige 60. Das heißt, alle Ruckler, die ihr seht, sehe auch ich. Und ich bin mir sicher, dass es halt einfach nur an, ja, an Witcher selbst liegt, weil es einfach nicht gut programmiert ist. So. Jetzt muss ich einmal gucken, wie ich da hinkomme. Ich muss hier über so einen Steg laufen, ne? Irgendwie. Ja, moin. Mal, töte mich bitte nicht. Ausweichen, Alter. Ich bin halt Gott. Aua. Ja, okay. Fuck you. Boah, das ist so unfair, ne? Ich habe mir aus meinem Arsch geblutet. Habt ihr das gesehen? Dann war es echt der, mit dem ich damals geredet habe. Weiß ich schon gar nicht mehr. Aber nee. Mit dem Skoyatel geredet. Naja. Ah, ach, du warst das, ich erinnere mich. Du warst mein Thumbnail. Training camp. We must train to fight effectively. Really think this band of warriors can accomplish something? Can a few stones turn into an avalanche? Can an entire city burn down from just one spark? No need to answer. We both know the truth. Yes. Unter die Defeater. I have Vivaldi's response. He sends words, not gold. I suspected as much. So my effort was in vain? Quite the contrary, Witcher. Vivaldi either will not or cannot help us. Crucial information regardless. Did he say why he refused? Tritt für die feindlichen Reformen. Ja, er ist leider kein Geld. Bankrupt. Interesting. The bank functions, yet Vivaldi is bankrupt. Thank you, Geralt. I have an idea. Wow, echt? Quest abgeschlossen! Okay, gut. Wollte schon sagen, ey, jetzt geht's auch noch weiter hier. Ich hab nichts erhalten. Danke. Ah, ist mir dann jetzt auch egal. Zwerg. Er ist tot. Okay, Magierturm. Da darf ich jetzt hin. Erstmal hier drüber wieder verlassen. Darf ich wieder schön dem. Ja, hi. Geht's euch.
Fuck you. Tschüss. Und du. Tu mir das nicht an. Weg hier. Falsche Richtung. Wow. Ups. War mein Fehler. Nicht stehen bleiben, Geralt, nicht stehen bleiben, wenn du getroffen wirst. Das braucht keiner. Oh Gott, nein. Boah, das ist halt so ätzend, ne, dass ich allein da schon half gemacht werde. Ah, da ist er ja. Der Gute. Kann ich speichern, bitte? Natürlich nicht. Ja, okay, komm. Falscher Kampfstil. Ja, euch kann ich ja töten, ne? Kein Problem, aber... Jana da wieder, ne? Meinen so, Mama! Werf aus 1000 Meter Entfernung Dinge auf dich. Oh oh. Warte mal kurz. Er ist tot. Hallo, nein! Jetzt weich mal bitte klug. Ach du Scheiße! Ich will nicht sterben. Okay. Ich möchte wirklich nicht sterben. Weil ich habe länger nicht gespeichert. Dann nehme ich jetzt lieber so einen blöden Trank hier. Der Ruckler, wenn man mit ausrüstet. Oh, hier sind ja eh nur noch zwei da. Aber auch kein Gruppenkampf hier mehr, ne? Scheiß Leben achten und dieses Timing, ne? Das ist Multitasking vom Feinsten bei euch. Und dabei noch am Mund kratzen. Oh. Stress. Geht's wieder auf? Danke. Will aber auch Geld haben. Kannst ja alles haben, ne? So, Kollege. Aren't you eager to learn the truth? I'd rather stay focused. Should I get the book from the tower? Yes, hurry. We can't let Kalkstein get ahead of us. I hope that murderer swallowed the bait. I think I made sure of that. Okay. Erstmal speichern. Brrr. Okay. Dann schauen wir mal, was hier im Turm so vor sich geht. Magierturm. Magieturm. Okay, der ist ganz schön klein. Kreis des Wassertores. Oh, warte mal, ist das vielleicht... Ist das mein letztes Zeichen vielleicht? Boah! Geld, 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 Geld. Was haben wir hier noch? Buch des Magiers aus dem Turm. Den brauche ich. Bekannter Trank nehmen wir mit. Schwalbe nehmen wir auch mit. Alkohol brauchen wir nicht. Roter Meteorit nehmen wir mit. Bisschen Essen brauchen wir nicht. Saphir nehmen wir mit. Boah. Und dann nehmen wir auch nochmal mit. Da haben wir ja nur genug Platz, ne? Also die ganzen Tränke kann ich halt eigentlich echt mitnehmen. Okay. Aber wie kriegt man das Zeichen, oder? Jo! Geil! Zeichen! Axi! Ihr habt das Zeichen Axi erlernt. Ein Zauber, der vorübergehend eure Gegner in Verbündete verwandelt. Oh, wird ein Zeichen auf der linken Bildschirmseite. Rechts liegt auf ein Ziel, um den Zauber zu wirken. Rückwärm, Machtverstärkung, Furcht. Eure Gegner geraten in Panik und fliehen. Ich wollte sagen, es gibt ja so einen, wo man Gedanken kontrollieren kann. Ich denke mal, das ist auch der. Weil damit hat man dann, zumindest weiß ich, in Witcher 2 und, also, zumindest in Witcher 3 und wahrscheinlich in Witcher 2, so in Gesprächsoptionen kannst du dieses Zeichen halt benutzen, dass du dann quasi ein bisschen, ne, diese beeinflussen kannst. Ja, 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 cool. Cool, wir haben alle 5 Zeichen. Nice. Gut, dass ich die alle gefunden habe in dem Spiel. Ja, ja. So, jetzt geht's wahrscheinlich ab. Hätte ich mal speichern sollen. Ich glaube, das hat automatisch, als ich die Tür verlassen habe. You'll soon learn the truth. Good. I was getting impatient. What do we do now that we have the treasure from the tower? How do we lure the mage here? He's here already. I only see you. So you say. The detective was onto me and you trusted him, so I killed him and assumed his identity. Two birds with one stone. I needed you to open the tower. I don't need you anymore.
Ups! Ich hab's mir irgendwie schon ein bisschen gedacht, ne, der Raimund. Wirkt in so ein, zwei Stellen ein bisschen suspicious. Oh, war ja. Oh, oh. Also, damit gab sich für Raimund aus. Okay, was machen wir jetzt? Ich hab meinen Trank noch drin. Ifrit, Alter. Oh, nö. Und wieder so ein Blödsinn hier mit. Oh! Ich bin jetzt stunt und kann nichts mehr machen, 10 Jahre lang. Sind wir da wieder angelangt? Das funktioniert irgendwie nicht. Ja, mal sehen. Du bist ein Dämon, oder? Du bist. Ich treffe dich so, richtig? Ich treffe dich aber gar nicht. Wie wär's damit? Nervig. Okay, das war's schon mal. Aber das war's noch nicht. I come at your command, Master. I listen and obey as a genie would. Professor, cut the crap and get him. You see, Witcher, too much water around for Hazard to feel comfortable. Fire mage is limited. He needs me to do the wet work. Good. Two worms with one stone. Oh, oh. Ha! Ich konnte speichern! Du Kackspiel! Ausgetrickst! Okay. Das ist cool. Das ist schon mal. Cooles Zeichen. Dann wechseln wir mal erstmal Schwert, wa? Er ist schon. Alter, da startet wie die E-Gitarre-Musik. Nice. Passt überhaupt nicht zu Witcher, aber ich find's voll geil. Ich bin so leicht zu beeindrucken, ne? Weißt du, im Film, Spiel, alles kann scheiße sein, aber man hat nie Gitarre in der Brot. 10 von 10. Oh oh. That would soon rock Temeria. Sensing the approaching conflict, both sides were eager to test the enemy. A routine skirmish between patrols erupted into a regular battle. Led by unwavering faith, the Knights of the Order showed greater determination and emerged victorious. The Scoia'tael learned that freedom could only be achieved by shedding blood, their enemies, and their own. Azar excluded me from the battle. When Triss woke me, heaps of bodies appeared before my eyes. It was the last time I was able to avoid taking sides. So, wie lange waren wir jetzt ausgenockt? 3 Jahre? You're mistaken. I have him under control. And not just him. They're all leading out of my hand. I regret that Voltest is away at the summit. But I trust you'll tend to the King's Council. I assume you've resolved matters with Luvarden as well. Yes, I made an offer and he accepted. He claims his superiors had similar plans, but we beat them to it. Men can do nothing but talk and then always claim the initiative. And how is your Witcher? I should be able to convince him. Don't overdo it. Geralt can be exceptionally perceptive. I know. I must get back. I'll contact you when it's all over. Never let the Witcher guess what you hide from him. Triss? Should you be up? I'd rather make sure you've recovered completely. How? Don't worry. This won't hurt a bit. Yeah. Well, you seem to be at full strength. It must be that unusual Witcher's metabolism. Triss, how did I get here? Pure coincidence.
I was scanning for magic anomalies and happened upon a false trail set by Kalkstein. You found me in the swamp? What happened there? I don't know. The alchemist is still there, examining solid stone. But he won't find anything. The greater anomalies are here in Vizima. Magic anomalies in Vizima? Yes. I'd appreciate it if you could help me figure them out. But back to your health. I thought I was at full strength. You misunderstood me. Physically, nothing's wrong. It's your mind that worries me. Explain. You raved for hours. I had no choice but to read your thoughts to learn about your injuries and which poisons you took this time. I'm sure you read beyond that. I couldn't help it. Your thoughts were quite loud. In any case, I know about your recent adventures. Can you help me? Recover your memory? I doubt anyone can, but there's a small chance... A small chance of what? From what I saw, I think you would benefit by creating a stable personality. Meaning? Geralt, please, this is important. Just limit the psychobabble. You need to take a stand on the world's problems. It doesn't matter what position, just that you choose one. A strong identity may help restore your memory. Can't you just tell me what you saw? No, I don't want you turning into my vision of Geralt. I want you to decide for yourself who you are, without looking back. I shouldn't take an interest in the past? Exactly. Your memory should return in due course. We'll see. Geralt. Müssen wir uns beide für eine Seite entscheiden. Aber welche Seite überhaupt? Skoyadell oder Orden der hier... Wie heißen sie noch? Hab ich wieder vergessen. Who were you talking to through the mirror? You heard me? Ah, sorcerer's business. Nothing important. Sounded serious. I had to make a few promises to learn about Salamandra. You could. Trust me, it was nothing important. Wie kommt ihr denn hier? You said something about magic anomalies. Various things can cause them, but more importantly, they can be the cause of true evil. When I last felt this way, you and a sorceress were trying to capture a genie, destroyed half a city in the process. You probably have no recollection, but a lot hung in the balance. I don't recall. I could use your help. I have some magic sensors that need to be placed around Vizima. They'll help us locate the anomaly source. Sensoren. All right, give me the sensors. I'll take care of it. Always eager to please. What are friends for? I saw a perfect wall cavity in the trade quarter near Town Hall. Place one there, a second in the temple quarter near the entrance to the sewers, and the third in Vizima's cemetery. Das Ding, was man immer untersuchen konnte. Radcliffe Triangle. You know, of course, that triangulation is most effective in these cases. Kann schon sein. How did you get here? Long story. When you men went chasing around... Which proved effective? By some miracle, I decided to look for Salamandra using unconventional methods. Any results? Very good ones. You'll learn it all in due time. Why not now? To get this information, I had to agree not to tell you. Patience, Witcher. I'll see you later. See you. Oh, I nearly forgot. What? Luvarden, a merchant, wants to see you. He hosts banquets at the new Narracourt. I don't like banquets. Important people will attend. I don't know. Including Princess Ada, whose curse you lifted? Apparently, she's slightly obsessed with you. I'll think about it. I'll be there. All right, I'm convinced. Maybe I can gather some information there. 6 this evening. Here's the pass that makes you official in the trade quarter. A pass? Well, in addition to a quarantine, the authorities of Vizima have imposed martial law. How'd I miss that? It only covers the trade quarter, which you haven't entered. So how do these passes work? Only the quarter's residents are allowed to move about. I have a house here, so I was able to get a pass. So what do I do? Well, I registered you as residing here. Falsely, of course. Listen, about my identity. Progress already? I'm still analyzing. Geralt. What's with the passes? Well, in addition to a quarantine... How'd I miss that? It only... So how... Only the... So what... Well, false. I'll see you later. Jetzt aber. Na, Quest, die Quelle. Ich sollte Triss meine Hilfe anbieten. Aha. Uiuiuiuiuiuiui. Ja, aber ganz schön viel passiert jetzt.
Persönlichkeit. Vielleicht hilft es meine Erinnerung zu, wenn ich mit Leuten spreche, die mich einst kannten. Alter. Ich muss dreimal Sensoren aufstellen. Ja, genau. Noch mehr. Einfach da anfangen. Ich bin zum Empfang im neuen Narakord eingeladen. Aha. Sieh mal, was Notstand, bla bla. Oh, weil ja. Haben wir nicht das Buch noch, was irgendwie hier. Großmutters Tagebuch? Nee. Das andere Buch ist jetzt weg, was. Ja, was ich. Na gut, das habe ich wahrscheinlich dem Typen gegeben, ne? Dem. Fake Raimund. Gut, wir sind immer noch in Vizima. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ich dachte, wir wären jetzt vielleicht mal irgendwo woanders. Oh, Teleporter bei Triss. Nice. Also wir können uns hier auch wieder teleporten. Zum Labor von Kai. Geil. Ich kann mich hier vorporten. Das ist gut. Okay. Aber Leute, ne? Das war The Witcher für heute. Ich hoffe, es hat gefallen. Und wir sehen uns das nächste Mal genau hier wieder. Dann reden wir nochmal mit Triss. Vielleicht können wir irgendwas bei ihr machen. Und dann schauen wir mal uns weiter in Vizima um. Bis dahin. Tschüss.